Sein größter Traum ist es, zum ESC zu kommen. Und er schafft das. Ich höre Stimmen. Diese Chance hat man nur einmal. Beim ESC, also das auf der Bühne zu stehen. Er schafft das als jemand, der noch nie vorher ein Lied produziert hat. Sein erstes eigenes Lied, sein erstes eigenes Video, was er auch noch komplett selbst gemacht hat. Das ist ein Weg, wie ich ihn in all den ESC-Jahren in der Form noch nie erlebt habe. Ich glaube, dass das für ihn ein großes Sprungbrett sein wird. Moin, Jendrik. Moin. Was passiert heute? Heute ist Weltpremiere vom Song und vom Musikvideo. Auf geht's. Ich muss erst mal mein Auto suchen. Keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht müssen wir doch da lang, warte. Großvater war Kammermusiker, der hat Geige gespielt. Jendrik hat ein Jahr Klavierunterricht und dann bekam er einen Platz und hat auch Geigenunterricht bekommen. Und das war noch alles vor der Schule. Dann irgendwann kam die Ukulele, wo das dann ein Dauerbescheinen im Haushalt ein bisschen war, kam er runter, hat Ukulele gespielt. Das war dann ja, manchmal vielleicht auch so schon manchmal ein bisschen anstrengend. Ich habe in Osnabrück am Institut für Musik an der Hochschule Osnabrück studiert, Musical. Also ich wurde zum Musical-Darsteller ausgebildet. Er kann sich bewegen, er kann tanzen, er kann steppen, wie er zeigt. Er kann handwerklich was. Und das Handwerkliche ist sozusagen die Grundlage für alles andere. Wie es zu dem Song gekommen ist, es war ein Moment, in dem ich wieder mal, ja, keine Ahnung, ich bin ein komischer Kerl. Und ich wurde wieder mal blöd behandelt, im Sinne von nicht ernst genommen, degradiert. Und ich habe gedacht, diese Person, die mich da gerade degradiert, ja, finde ich scheiße. Aber hab dann nämlich reingehört und habe gemerkt, Jendrik, Moment. Das macht dir nur schlechte Laune. Und habe deswegen gesagt, weißt du was, ich fühle jetzt keinen Hass oder keinen Groll, sondern ich versuche das, da drüber zu stehen. Das fand ich irgendwie eine geile Message und dann hatte ich eine geile Melodie und habe daraus dann diesen Song gemacht. Das ist nicht irgendein Lied, sondern das hat eine Botschaft und diese Botschaft, glaube ich, kommt sehr leicht daher und ist aber sehr ernsthaft. Er hat damals, als er dieses Lied geschrieben hat, gesagt, irgendwann will ich mit diesem Lied zum ESC. Scheiße, wie mache ich das? Ich habe gedacht, dieser Song ist perfekt für den ESC. Ich habe wirklich gedacht, das ist der Song zum ESC. Er wusste nicht, wie man sich beim NDR bewerben kann und hat gedacht, das geht nicht. Dann ist Jendrik halt jemand, der sich überlegt, was könnte man denn noch machen? Und habe dann dieses Musikvideo geplant, was sowieso geplant war. Aber habe dann gesagt, ich mache Behind-the-Scenes-Videos. He rang me in the summer one day and he was like, I'm gonna make a music video. I said, when you're making the music video, you need to put yourself on TikTok, the making of. So this day I did this for the music video. Next, tune in for next time. You need to get out there and then someone's gonna notice you. So I'm glad that he did it in the end.
How to make ein Musikvideo, wenn du so gut wie kein Geld hast, aber einen catchigen Song und dich gerne beim Eurovision Song Contest mitbewerben würdest, weil du da unbedingt mal auf der Bühne stehen willst. Zuerst mieten wir uns ein billiges Filmset. Zu teuer. Okay, wir mieten uns kein Filmset, wir machen selber eins. Vielleicht finden wir bei eBay Kleinanzeigen Inspiration. Eine Waschmaschine? Okay, Inspiration gefunden, wir bauen uns einen Waschsalon. Wie viele Waschmaschinen braucht man dafür? So circa 8. Also schreiben wir bei eBay Kleinanzeigen alle möglichen Leute an, die ihre kaputte Waschmaschine verschenken wollen, in der Hoffnung, dass jemand antwortet. Yay! 18 Waschmaschinen. Ich weiß, wie viel eine Waschmaschine wiegt. Das muss man erstmal bringen, dass man sich 18 Waschmaschinen, wo man noch nicht mal weiß, wo man die hinstellt. Er hat ein ganzes Studio in einen Kirchengemeindesaal gebaut. Surprise! Wir machen einen kleinen Zwischenstopp bei der Kirche, wo das Musikvideo gedreht ist. Komm mit! Oh Gott, jetzt fahren hier die ganzen Strafzettel raus. Nicht hingucken! Das ist die Kirche, die zurzeit leer steht. Das ist es. Hier war er. Man sieht noch die Überreste. Dieses Teil hast du extra aufgehängt? Ja, Mann. Alles, das ist hier alles. All die Zettel, die wir jetzt leider nicht sehen können. Alles Details, die man sich dann im Musikvideo angucken kann. Ach ja, und das Graffiti haben wir auch extra dafür gemacht. Ist ganz geil geworden, ne? Es haben so viele, ob es jetzt Jendriks Familie war oder seine Freunde, so viele Leute einfach mitgeholfen. Das war schon einfach ein toller Spirit. Hier seht ihr Andreas, wie er eine Wand vorbereitet, um sie mit einem Graffiti zu besprühen, während ich zuschaue. Hier seht ihr meine Schwestern, wie sie eine Wand schwarz anmalen, während ich zuschaue. Hier seht ihr Henne-Marie und Laura, wie sie Schilder für mich malen, während ich Rätsel esse und zuschaue. Hier seht ihr meine Freundin den Raum aufräumen, während meine Schwester zuschaue. Hier seht ihr meine andere Schwester ein Planschbecken aufpumpen, sie hatte richtig Spaß dabei, während ich zuschaue. Hier seht ihr Moritz, der wegen seiner Ausbildung Zugang zu professionellem Licht hat, die er alles holt, während ich zuschaue. Spaß. Ich habe natürlich so viel geholfen, wie ich nur konnte. Aber jetzt, am Ende der Woche, bin ich doch relativ müde geworden. Also er ist ein richtiges Arbeitstier. Er hat sich um alles gekümmert. Jendrik hat uns sogar von der U-Bahn abgeholt mit dem Auto und dahin gefahren. Hier fahr ich Auto. Und das auskenne ich. Da hab ich eine Waschmaschine abgeholt. Hier fahr ich Auto. Und Cannabis an meinen Händen. Das ist eklig! Hier hol ich Bühnenform. Hier hol ich Mülleimer. Hier hol ich Kaffeetafel. Hier hol ich Plastikstühle. Hier hol ich Müll und pack ihn in den Kühlschrank. Wieder eklig! Hier starr ich auf den Sprinkler und habe eine Idee. Was wäre, wenn das regnet im Waschsalon? Das wäre super geil. Also weiter. Hier hol ich Teifolie, hier hol ich Regenschirme, hier hol ich Bambuswand und warte. Hier hol ich Rasenteppich, hier hol ich Stoff aus dem Stoffladen, Pflanzen aus dem Pflanzenladen, und Maschinen, alles in den Raum und jetzt bin ich fertig. Over. Diese ganzen Videos, die er für TikTok und Instagram selber schneidet, er hat mir erzählt, er macht das schon irgendwie seit er 9 ist. Und das ist dann irgendwie auf TikTok richtig geboomt. Und ein Bekannter von ihm, ein Entfernter, hat das gesehen, der wiederum einen anderen Bekannten kannte, der im NDR-Umfeld arbeitet. Und dann fragt er ihn, willst du wirklich zum ESC? So in etwa lief das Gespräch ab. Hey, hast du wirklich Bock auf ESC? Ja, ich hab wirklich Bock auf ESC. Okay, ich bin eine fremde Person auf Instagram, die du nicht kennst. Und ich könnte es dir so richtig versauen, indem ich deinen Song veröffentliche und ihn selber nutze. Oder einfach ein Creep bin, der dich stalken will und ausnutzen. Aber du müsstest mir da vertrauen und mir den Song schicken, damit ich sehen kann, ob es okay hier. Daraufhin hat sich Werner gemeldet. Und Werner ist der Managing Director von der Firma, die den Vorentscheid organisiert hat. Und Werner hat gesagt, Jendrik, cool, cooler Typ bist du. Wenn du es schaffst, bis zum 14. August das Musikvideo einzusenden, bist du in der ersten Runde dabei. Und ich war so, ja, schaffe ich. Aber das Musikvideo gab's noch gar nicht. Tatsächlich war der Dreh vom 3. bis zum 9. August geplant. Anders konnten meine Freunde nicht. Das heißt, es blieben mir 1, 2, 3, 4, 5 Tage zum Schneiden. Easy. Und das habe ich dann mit einem Freund zusammen auch gemacht. Zack, einen Freund gefragt, ob er mir beim Schneiden hilft. Zack, bei ihm im Badezimmer aus Erschöpfung geheult. Zack, zu Hause weitergeschnitten. Zack, Computer abgestürzt. Zack, vergessen zu speichern. Zack, schon wieder geheult. Zack, weitergeschnitten. Zack, fertig. Zack, absenden. Zack. Das war eine sehr anstrengende Zeit, diese 5 Tage. Aber wir haben es geschafft. Und am 14. August habe ich dann das Musikvideo eingesendet und kam somit in die erste Runde. Ich bin so stolz auf ihn, dass er es wirklich geschafft hat. Dann ist er ins Bewerbungsverfahren gerutscht. Also das Bewerbungsverfahren vom ESC sieht folgendermaßen aus. Es gibt 2 Jurys. Eine 20-köpfige aus professionellen Musikern all around the world und eine 100-köpfige bestehend aus deutschen Eurovision Song Contest Zuschauern. Wie wurden sie ausgewählt? Oh, gute Frage, Jendrik. Danke, Jendrik.
Tatsächlich konnte sich jeder bewerben und musste dann eine Prognose abgeben, wie der ESC 2019 ausgehen wird. Die, die am nächsten am tatsächlichen Outcome dran waren, wurden die Jury. Es gibt mehrere Runden. Mehrere ist ein witziges Wort. Wir befinden uns gerade in der ersten Runde. Das heißt, die Jurys bewerten gerade mein Musikvideo. Und dann gibt es sozusagen so ein Top-Down-Verfahren. Und zum Schluss blieben halt 15 Songs übrig. Und dann haben wir die finale Runde gemacht, wo jeder Künstler einmal live auftreten durfte. Dann hat er uns alle zusammengetrommelt und ja, dann sind wir da zusammen hingefahren. Plötzlich irgendwie diese 7 Kameras, ein ganzes Produktionsteam aus Litauen. Mir war sehr wichtig, dass wir bei den Videos für die Jury sicherstellen, dass die Präsenz der Künstler auf der Bühne erkennbar wird. Wie bewegt sich jemand? Welche Kamerapräsenz hat er? Das war sozusagen neu und anders und aufwendiger auch als in den vergangenen Jahren, weil wir im Endeffekt eine kleine Show gemacht haben. Der Vorentscheid in Köln war für mich echt sehr, sehr spannend, weil alle Leute da so talentiert waren. Großartige Sänger dabei. Man stand da wirklich und hat zugeguckt und war so, wow. Man konnte nicht sagen, ja, Jendrik wird safe. Ich habe mich so ein bisschen wie so ein Huhn zwischen verdammt talentierten und wunderschönen Pfauen gefühlt. Habe ich jetzt gerade für 5 Stunden dieses Bild gemalt, nur für diesen Joke? Ja. Wenn man auf der Bühne war, dann musste man echt liefern. Also das wurde ja live aufgezeichnet. Das hatte den Vorteil, dass alle Kandidaten auch noch mal auf ihre Live-Fähigkeit getestet wurden. Weil du musst dann hinter der Bühne stehen, du wartest, bis du dran bist. Du weißt nicht, in welcher Sekunde das Rotlicht angeht. Was eben erkennbar war, ist, dass die Truppe, die da war, eine kleine Show gemacht hat. Und zwar als Gemeinschaft. Ja, das war pretty much das Finale. Danach sind wir wieder nach Hause gefahren und haben wieder gewartet. Und während die Jurys unseren Live-Auftritt als Video erhalten und bewertet haben, habe ich das Peace-Zeichen in den Keller gebracht, die Ukulele an die Wand gehängt und dann war alles so, als wäre nie irgendetwas passiert. Für 2,5 Wochen oder so haben wir nichts mitbekommen, haben einfach gewartet. Haben wir einfach gewartet. Und dann? Ja, und dann am 1. Dezember. Am 1. Dezember stand das Ergebnis fest. Am Ende haben die Jurys ihn mit einer Punktzahl gewertet oder gewählt, die so hoch ist, wie wir es, glaube ich, noch nie hatten. Und dann hat mich Thomas Schreiber gepackt, mich ins Auto verfrachtet. Und dann sind wir, ohne nach rechts und links zu gucken, direkt zu ihm gefahren und damit das erzählt. Und da hat ganz viel geklappt, aber eines ist vollkommen in die Grütze gegangen. Was machst du hier vor der Tür? Wir wollten eigentlich bei dir drinnen. Ich war gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Wir steigen aus dem Auto aus und Jendrik kommt aus der Haustür, weil er einkaufen gehen will. Und unser schöner Plan, an seiner Tür zu klingeln, hat nicht funktioniert. Aber wir haben ihm vor ungefähr 30 Sekunden gesagt, Jendrik, du fährst für Deutschland nach Rotterdam zum Eurovision Song. Ich kann es euch nicht aus, ich bin doch ein bisschen geschockt. Also weil das so plötzlich jetzt, ich wollte wirklich gerade einkaufen gehen. Er hat ein Handyvideo gemacht und das war so geil. Er hat das Handyvideo gemacht und in dem Moment, wo er es mir gesagt hat, normalerweise, jeder Kameramann weiß, glaube ich, nachdem man muss die Reaktion abwarten. Also das ist ja das Spannende, die Reaktion. Aber Thomas Schreiber hat gesagt, du fährst zum ESC. Stopp. Und dadurch gibt es kein Reaktionsvideo wirklich. Du fährst für Deutschland zum Eurovision Song Contest. Ja, so habe ich erfahren, dass ich zum ESC gehe. Ich habe dann ein bisschen geweint. Also du fährst echt, du hast es echt geschafft. Meine Familie angerufen und bin dann nicht mehr einkaufen gegangen. Dann ging es halt rund. Dann haben wir also sofort uns zusammengesetzt und über alles Mögliche gesprochen. Über Inszenierung, die nächsten Schritte, Plattenfirma. Saulustig. Ich saß beim NDR in so einem High-Budget-Meeting-Room und hab mit denen zusammen mein Low-Budget selbst kreiertes Musikvideo angeschaut. Da
kommt ja auch eine ganze Menge jetzt auf Jendrik zugewalzt, sage ich mal, von Interviewterminen angefangen bis zu Fernsehaufzeichnungen, bis zu Hörfunkaufzeichnungen, dann das Proben, die Inszenierung, das Fitting und so weiter und so fort. Also der Terminkalender ist voll. Das ist geil, ne? Ich bin voll der Fan. Die ganze Show, also LED-Wand, Kostüme, Proben, also Choreografie, alles muss Anfang März schon stehen. Und da sind wir gerade mittendrin. Also wir haben jetzt die letzten Tage geprobt. War alles durchstrukturiert und getaktet. Am Morgen gab es den Corona-Test. So, ich bin Dirk, grüß dich. Hi. Einmal zum Abstrich. Hier. So. Soll ich Maske abnehmen? Ja, gerne abnehmen. Kannst gerne deine Hand in deinen Kopf in meine Hand legen. Augen zumachen. Jetzt drehe ich ganz langsam rein. Ein bisschen muss ich noch. Jetzt wird es unangenehm. Darf ich hin? Tiefer gehe ich gar nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Und das war schon. Und wie war's? Ach, komisch. Wow. Aber es war okay, oder? Ja. Perfekt. Ich bin ein bisschen benommen jetzt. Wir haben jetzt Kostüme uns überlegt, haben. Sorry, ich bin kurz abgelenkt. So, haben. Jetzt habe ich den Waden verloren. Haben noch andere Sachen gemacht. Es passiert nichts, ohne dass das mit Jendrik abgestimmt wird. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, weil er hat es ja dahin geschafft, ohne irgendeine Hilfe, ohne dass ihm irgendwer gesagt hat, du kommst da aber weiter, wenn du das und das anziehst oder so. Das war ja immer er. Und ich glaube, diese Authentizität macht ihn ja auch so besonders und die wollen wir auch nicht verbiegen. Und ich glaube, man könnte ihn auch nicht verbiegen, selbst wenn man es wollte. Ja, aber Hand erkennt man so oder so. Also, wisst ihr, was ich meine? Es hat was Cooleres so, als wenn es wirklich... Gib dir mal dicke, große... Oh. Wow. Für euch ist es die Hand und für uns ist es der Mensch, der eine Hand trägt. Genau. Und für mich bist du beides. Aber es muss, also wie gesagt, ich glaube, es darf diesen Cool-Faktor nicht verlieren. Und was ist, wenn man nicht pink geht? Ich weiß, sondern auch wieder mit. Wir versuchen jetzt zu unterstützen, dass er im Grunde genommen den Boden kriegt, um sich bestmöglich darzustellen, aber immer noch Jendrik zu bleiben. Und deswegen muss alles mit ihm abgestimmt werden. Also er muss sich komplett wohlfühlen mit der Inszenierung, mit den Klamotten, mit allem, was da so dazugehört. Wir haben den Marianas als Choreografen dazu geholt aus Litauen. Er ist dann aus Litauen gekommen und hat dann gesagt: Komm, Jendrik. Deine Choreo ist schon ziemlich geil, wir packen die noch ein bisschen auf. You really good. You really good and I like your style. And we just have find some awesome, yes. Yeah. Totally. Clean, because yes. Now different position of cameras and we definitely. We're gonna do that. Und wir müssen es auch ein bisschen auf die Kamera abstimmen, weil je nachdem welche Perspektive, wer gerade gezeigt wird. Yes. Okay. Choreografenarbeit ist immer toll, weil die immer sehr kreativ sind und meist an dir dranbleiben und gucken, was du kannst und das Beste aus einem rausholen. Okay. Ich bin klitschnass. It's too hot here. Ich weiß auch heute nicht, wie er diese ganze Energie nimmt, weil ich glaube, mein ganzer Körper würde schmerzen, wenn ich die Sachen tanzen müsste, die er da gerade tanzt, obwohl ich selber Musical studiert habe. Das größte Energiebündel, was ich kenne, glaube ich, Jendrik. He's a very nice personality and good look. And in stage, but this group, I see that they have a lot of potential, like all, you know. And I'm just push some of all group members, and now they're like a one. Oh my God, the guy. Wir gehen heute in die große Arena.
damit wir ein bisschen den Platz auschecken können, weil in so einem kleinen Raum kann man das nicht gucken, wie das wirkt. Die Barclaycard war schweinekalt, aber leer. Und da haben Kollegen von uns die Bühne aus Rotterdam im Maßstab 1:1 abgeklebt. It's smaller than expected, right? Yes. I thought it was way bigger. You come here to feel how huge arena was in Rotterdam. This day for us is most important to understand what's happened and what's waiting us. So you can imagine in Rotterdam there's actually there another stage and there another stage. There's the B and the C stage. Can we start? Yeah. Und ich bin dann an den abgeklebten Bühnenrand gegangen und habe mir gedacht, so wird das sein, der wird ein bisschen höher stehen. Und sofern das nur irgendwie möglich ist, werden da Menschen am Bühnenrand stehen und werden ihm zujubeln. Wenn er dann so strahlt, wie er bei der Probe gestrahlt hat, dann macht er alles richtig und dann werden ihm die Herzen zufliegen. Und dann werden die Leute ihn lieben. Endlich geht es raus in die Welt. Richtig geil. Endlich geht's raus. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Ich glaube, es polarisiert sehr. Aber ich hoffe natürlich, dass es auch einige mögen werden. Weil ich schon stolz drauf bin. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht der Geschmack von jedem sein wird. Hier, ne? Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Der 25. Februar und die Eurovisionshymne liegt hier in Hamburg schon in der Luft. Kein Wunder, in 86 Tagen ist es ja soweit, da findet das ESC-Finale in Rotterdam statt und deswegen sind wir heute hier. Ich glaube, wir können die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Wir sollten jetzt mal zeigen, was du dann daraus geschnitten hast und was daraus geworden ist. Es ist Zeit für unsere Weltpremiere. Hier ist Jendrik mit I Don't Feel Hate. I don't feel hate, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. I don't feel hate, I just feel sorry. So you can wiggle with me to think that it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel to bash me, do it with flair and I'll let you be, but don't you dare to get angry when you realize those words just don't hit me. What? Cause I don't feel hate, I just
just feel sorry. If it's a very clever way, whenever you find another way to wear me down. But I don't feel hate, I just feel sorry. So you can wriggle back to me, the thing that it'll never wriggle back to you. Cause I don't feel hate. For your kind, it's essential for survival. Say what? Did you not just say that? Yes, I did. And I feel sorry. So sorry. I don't feel hate. That's the whole point of the song. I guess you need patronization as some kind of validation. You're in good with the fixation that your enemy fixation is another affirmation that you just said the person is not really better than me. Meine Damen und Herren, das war's mit I Don't Feel Hate. Ich hoffe, Sie haben noch ein derbe, nices Leben und bis bald. Vielen Dank. Danke euch. Wo ist denn das Klo? Tom, meinst du, du kannst noch den Abspann vom Musikvideo zeigen, weil der ist mir eigentlich wichtig. Das kann ich machen. Geil, danke dir. I don't feel hate. I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to bear me down. But I don't feel hate. I just feel sorry. So you can wiggle with the middle finger, it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel hate, I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. But I don't feel hate, I just feel sorry. So you can wiggle with the middle finger, it'll never wiggle back to you. Cause I don't feel hate.